Anhöhe von 4,5 Meter und sind dann oben vorn bei der Kreuzung bei 7 Metern. Das hat natürlich diese Räume ein großes Luftpotenzial. Sie können es beliebig unterteilen. Teilweise bauen sich da oder listen sich da schon Galerien ein. Also wir sind selber gespannt, was hier an Verdichtung passieren wird. Aber einfach zum Konzept war von uns einfach sehr wichtig, das offen zu halten, einfach für zukünftige Nutzungen. Was uns immer ganz wichtig ist, dass jedes Objekt, das wir planen, zum einen auf sich selbst bezogen als Architektur bestehen kann, aber zum anderen Teil des großen Ganzen ist. Was uns wichtig war, dass der Blick von der Museumsstraße zur Landschaft hin frei bleibt. Wir sind mit dem Ganzen sehr viel weiter zurückgefahren und glauben, dass dadurch das Vorfeld vor dem Turm jetzt sehr urban geworden ist. Das hat einen relativ urbanen Maßstab und es ist natürlich auch schonend dem Nachbarn gegenüber. Und hier etabliert sich die Moser Holding über mehrere Geschosse. Wir sind zu 100% vermietet, also sind wir natürlich sehr glücklich darüber, dass wir sehr tolle Mieter haben. Einerseits die Moser Holding mit der Tiroler Tageszeitung, das Bezirksgericht und auch im 6. Stock dann mit der Familie Ulm das Hotel, das Designhotel. Wir selbst sind nicht im 10., sondern genau hier im 5., dort werden wir arbeiten. Ich danke dir für deinen Mut, für das Vertrauen in den Standort der Stadt Innsbruck. Ich wünsche bis zur Fertigstellung weiterhin unfallfreie Arbeiten. Der Zeithorizont April 2011, der Sparte steht jetzt die Fürstfeier, unglaublich dynamisch. Alles Gute und Gratulation an den Bauträger, an den Eigentümer, an den Herrn Magister Markus Schaffer. Vielen Dank für dein Wirken in dieser Stadt. Himmlischer Vater, du hast uns versprochen, immer bei uns zu sein, uns zu begleiten, zu schützen und aufs Leben zu tragen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich nütze die Zeit an diesem Orte und wünsche allen, die hier stehen, von Herzen Glück und Wohlergehen. Ich trinke auf Sie und auf dieses Haus mein frisch gefülltes Glas hier aus. Ein dreifach hoch der Bauherrschaft und allen anwesenden Firmen. Hoch, hoch, hoch! Und soll dieses Haus nun lange stehen, so muss dieses Glas in Scherben gehen.